Einen wunderschönen guten Mittag, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Seit langem mal wieder ein Video und ich bin richtig motiviert. Wir probieren jetzt nämlich mal was Neues aus. Ich habe euch ja schon mal erzählt gehabt, dass wir, also als ich diese Saftkur gemacht habe und so, dass wir so irgendwie unzufrieden waren mit dem, wie wir essen, was auch immer. Und dann haben wir jetzt ein oder zwei Wochen, glaube ich, so nur nach Kochbuch gekocht. Wir haben zu Weihnachten ein KitchenAid-Kochbuch geschenkt bekommen und am Anfang hatten wir noch ein paar Rezepte aus einem anderen. Das war auf jeden Fall schon mal was anderes, muss ich sagen. Also ich fand es auch gut. Es war immer hart aufwendig. Und du, der Punkt, der jetzt die perfekte Überleitung wird, man musste so Zutaten kaufen, die man sonst nicht braucht. Dann hat man immer übelste Reste, zum Beispiel Olivenöl oder sowas. Und wo das jetzt nicht mehr auftreten wird, jetzt kommt die Überleitung. Wir haben uns jetzt, also wir haben so Kochboxen abonniert, erstmal 4 Stück, also 4 Wochen. Wir hatten einen krassen Gutschein und die erste ist jetzt da, die wollen wir jetzt unboxen. Ich habe sowas noch nie gemacht, keine Ahnung, wahrscheinlich kennen das vielleicht einige von euch, vielleicht auch nicht. Und dann werden wir das erste Rezept gleich nachkochen, das ist nämlich jetzt Mittagessenzeit. So, hier ist die Kochbox. Tim darf jetzt mal aufschneiden. Wir haben ja extra mit Weitwinkel filmen wir jetzt, weil die Küche so klein ist. Es sind 2 Gerichte für 3 Portionen, für 3 Personen drin. Ne? Haben wir Burger? Ich habe mir Burger bestellt. Du hattest Burger bestellt. Ja, mit dem Messer habe ich das. Das ist zu. Oh mein Gott, wir haben Burger. Ja, was ist denn da? Du hattest so eine Barbecue-Burger. Ja, dann gibt es heute. Ah, das ist so ein Kühlsack, glaube ich. Dann gibt es heute. Was ist das hier? Ich weiß nicht, was das für ein Rezept ist. Der Kühlsack läuft aus. Stellen wir darüber. Das ist, was man hier rauskriegt. Es fühlt sich ein bisschen. Ah, ich weiß nicht, welches. Ach, hier unten sind die Rezepte gut. Ölofen. Also, Hanna, wir wünschen dir ein gutes Appetit. Mir nicht. Die haben wir bezahlt, die ganze Scheiße. Fang jetzt nicht damit an. Oh, weißt du, dass du sonst ein Problem hast? Also. Das ist mir jetzt Bums. Die 32 machen wir heute. Aha, dann gibt es heute veganen Barbecue-Burger mit karamellisierten Zwiebeln. Oh mein Gott! Vor allem können wir das Rezept ja auch noch später weiterverwenden. Ich muss das, musst du auch das sind bestimmt die Sachen, die gekühlt werden. Ja, wahrscheinlich so, dass ja, man nicht auf. Fleisch. Wir sind richtig unkoordiniert. Da rein. Also wir brauchen die Burgerbrötchen, alles aus der 32. Da rein mit diesen Scheißbrötchen, ne? Dann brauchen wir Barbecue-Soße. Das ist keine Barbecue-Soße. Das ist Balsamico-Creme. Ja, probier. Ein Salat. Eine Süßkartoffel. Ist die jetzt weggeschmolzen? Ist da nichts mehr drin? Nö. Wie sieht das da drin aus? Aber der ist halt nass geworden, ne? Den müssen wir eh erstmal trocknen. Ja, was wollen wir damit? Nee, ich weiß, ich weiß ja nicht, wieso du jetzt deswegen gucken willst. Ich wollte das wegschmeißen und fertig. Das ist ein Sack. Warte, was für ein Müll kommt sowas? Veganer Burger Patty. Hallo? Keine Ahnung, vielleicht steht es drauf. Veganes cremiges Sojaprodukt. Papiertonne. Mayonnaise. Mayonnaise, Barbecue-Soße, Balsamico-Creme, Zwiebel. Die sind ja voll mini. Das sind kleine Schweinemedaillons. Barbecue-Soße. Warte, du willst heute freiwillig die Zwiebel machen? Nein. Ich wollte sagen. Erzähl mal bis jetzt, was sagst du? Sagen. Wie ist der erste Eindruck? Also ich habe hier gerade diese Soße gemacht, ne? Das war dieses fermentierte Sojaprodukt mit
der, also mit der einen veganen Mayonnaise und dann mit Salz und Pfeffer. Es schmeckt so ekelhaft, es geht gar nicht. Es ist so abartig. Ich finde das richtig schlimm. Ich werde das hier jetzt nicht auf die Burger machen. Ich kann es nicht essen, es geht nicht. Wir haben aber noch Aioli von gestern. Ich würde sagen, Aioli rettet. Und außerdem machen wir die Burger ja nicht, weil wir Veganer sind, sondern halt einfach so. Deswegen muss es ja auch nicht hart vegan sein. Tim macht hier gerade fleißig schon die Süßkartoffeln. Die müssen dann in den Ofen. Genau, und weiter geht's. Und hier seht ihr nochmal das fertige Essen. Ja, wie lange wir jetzt wirklich gebraucht haben, weiß ich gar nicht. Ist auf jeden Fall, sieht mega lecker aus und wir werden das jetzt mal verkosten. So, also im Aufgegessen. Ich fand es sehr lecker. Die Brötchen waren auch mega gut. Tim fand es nicht so gut, aber Tim ist auch Fleischesser. Dafür gibt es morgen ein Fleischgericht. Wir haben als ist zweites. Das nicht heute Abend? Was? Ja. Nee, morgen. Was mache ich denn Abend? Hey, hier ist noch ein Burger und Salat. Ja, den Burger. Den esse ich. Ja. Jedenfalls haben wir als zweites noch Schweinemedaillons mit in Zwiebelrahmsoße mit Honigkarotten und Ofenkartoffeln. Das gibt's morgen. Ich esse keine Schweinemedaillons, da kann. Also ich esse nur das alles andere dazu. Genau. Mal gucken, ob wir da nochmal mitfilmen, weil es ja nochmal was ganz anderes ist. Aber es war jetzt auf jeden Fall ziemlich schnell zu machen. Hier sieht es jetzt aber halt auch entsprechend aus, wie wir haben gekocht und dann nicht sieht aus wie Sau. Aufgeräumt. Das müssen wir jetzt mal noch schnell machen. Ja, was habe ich denn vorhin schon? Ich habe vorhin währenddessen schon was gesagt, dass ich es so gut finde, dass man halt nichts abwiegen muss und so, sondern nimmst es einfach, du kriegst es nach Hause, du nimmst es einfach, verarbeitest es, denkst nicht groß drüber nach, hältst dich ans Rezept, aber das Rezept ist auch nicht so kompliziert. Also es ist schon auf jeden Fall richtig für faule Kochen und dann gibt es aber trotzdem was Ordentliches zu essen. Also von daher finde ich das jetzt, mein erster Eindruck ist ziemlich gut. Und wir werden jetzt mal sehen, wie es dann morgen ist und die nächsten Wochen, was auch immer wir da rausgesucht haben. Ich wusste das ja gar nicht, dass wir Burger rausgesucht haben. Ich wusste, wir haben eins mit Fleisch und das andere keine Ahnung. Deswegen habe ich mich gerade mega gefreut. Das ist auch nochmal so eine Überraschungsbox. Weil irgendwann suchst du es dir schon aus, aber du vergisst es dann halt. Heute gibt es das zweite Gericht, ich muss hierher filmen, weil bei mir ist nicht vollständig. Schweinemedaillons mit Honigmöhren und Ofenkartoffeln, bei mir halt ohne Fleisch. Und wir gucken jetzt mal, wie das schmeckt. Ich bin sehr gespannt und sehr, sehr hungrig.
So, ihr habt jetzt die Entstehung von diesem Gericht hier. Das ist jetzt das erste von der neuen Woche, von der neuen Kochbox, nochmal einen Zeitraffer gesehen. Und jetzt haben wir, also ich wollte, du musst auch gleich noch was sagen. Ich wollte halt, dass wir jetzt, was? Kannst du, dass wir drei Gerichte machen und dann halt erstmal so ein Fazit, sag ich mal, abgeben. Deswegen sind wir jetzt hier. Also, wir haben das jetzt noch nicht gekostet, also doch diesen Kartoffelbrei, beziehungsweise nein, man nennt es Konfettistampf. Ich habe jetzt nichts Negatives. Das ist eine, mir da nicht unbedingt geschmeckt hat, da wissen wir, woran es liegt. Weil ich es ausgesucht habe. Zum Beispiel? Ja. Aber ansonsten gut. Ja, was soll ich da noch zu sagen? Alles gut. Okay. Die Anleitung leicht. Hm. Also Anleitung ist leicht. Hm. Was noch? Es ist auf jeden Fall halt mega abwechslungsreich so. Das auch. Du und hast alles in der richtigen Menge. Und wir überraschen uns halt jetzt wirklich einfach gezielt selbst und gucken nicht mehr nach, was wir bestellt haben, bevor die Box ankommt. Ja. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Also von meiner Seite, beziehungsweise von uns, es gibt auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir könnten vielleicht irgendwann mal noch es gibt ja noch andere Hersteller von so Kochboxen, sowas zum Vergleich nochmal testen, ob das wirklich eins zu eins dasselbe in grün ist oder ob es da irgendwo was noch gibt, wo wir sagen, dieses oder jenes Feature ist irgendwie cooler oder nicht so gut. Was ich auch cool finde, dass du jede Woche was anderes hast. Also, dass zur du nicht immer nur die gleiche Auswahl hast, sondern dass ja, jeder das, immer was aber anderes. Das muss auch gegeben sein, glaube ich. Sonst könnten die gar nicht mit ihrem Konzept hier, wir machen ihren Alltag und ihr Essen so, so abwechslungsreich. Das würde ja gar nicht, das Konzept würde gar nicht aufgehen, wenn du halt nur jede Woche dieselben 20, 30 Gerichte hättest. Und dann hast du es ja irgendwann auch mal durch, so. Ja, nochmal, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Das letzte verlinke ich immer unten und drunter. Und wir lassen es uns gleich schmecken, hoffentlich. Es ist bald fertig. Musst du auch noch ein bisschen. Okay, wir lassen uns irgendwann dann auch mal schmecken.